Guten Tag, es freut mich, dass Sie den Weg gefunden haben auf unsere Internetseite. Heute darf ich Ihnen vorstellen, Frau Dortmann. Sie wurde zur Vorsitzenden des Seniorenbeirats der Landeshauptstadt Wiesbaden gewählt. Frau Dortmann, warum engagieren Sie sich im Seniorenbeirat der Landeshauptstadt Wiesbaden? Ja, es ist leider so, dass ich jetzt auch in das Alter der Senioren hineingewachsen bin und dass ich eigentlich auch in meiner alten Heimatstadt Andernach immer Spaß hatte, mit anderen etwas zu machen, meine Umwelt anders wahrzunehmen, das Gefühl zu haben, zu prägen und mit anderen Menschen was auf die Beine zu bringen. Seniorenbeirat der Landeshauptstadt Wiesbaden. Was darf ich darunter verstehen und wie setzt er sich zusammen? Ja, der Seniorenbeirat in Wiesbaden, in der Landeshauptstadt Wiesbaden, setzt sich aus 21 Menschen zusammen, die aus verschiedenen Sozialverbänden, aus den Kirchen und aus den Parteien gewählt wurde. Im Oktober letzten Jahres durften alle Senioren über 60 dort ihre Stimmen abgeben, sodass wir 21 Leute sind aus verschiedenen Gremien und wir sind quasi die Lobbyisten der Senioren gegenüber der Verwaltung, gegenüber Magistrat und Stadtverordnetenversammlung in Wiesbaden und vertreten auf diese Art und Weise die Interessen der Senioren. Ist der Seniorenbeirat parteipolitisch unabhängig? Ja, das ist das Schöne am Seniorenbeirat, dass wir parteipolitisch unabhängig sind. Es sind ja auch die Kirchen dabei, es sind die Sozialverbände dabei. Und so ist es eigentlich völlig schnurz, wo die einzelnen Mitglieder herkommen. Hauptsache, wir bringen was für die Senioren auf die Beine. So, dann kommen wir jetzt zur Frage 5, die da wäre: Der Seniorenbeirat, in welchen Gremien oder in welchen Abteilungen oder wie muss ich mir das vorstellen? Ist er denn in der Stadt Wiesbaden aktiv? Ja, also der Seniorenbeirat hat drei Arbeitskreise, Gesundheit und Soziales, Öffentlichkeit und Kultur und Bau, Verkehr und Planung. Und in diesen drei Gremien sind die Senioren nach Interesse eingeteilt und in entsprechenden Ausschüssen sind wir auch in den Ausschüssen der Stadtverordnetenversammlung vertreten. Dort haben wir Mitspracherecht, Vorschlagsrecht, aber kein Stimmrecht, sodass wir in allen städtischen Gremien, die für die Öffentlichkeit da sind, auch vertreten sind und ja zuhören, mitsprechen und vorschlagen dürfen. Frau Dortmann, die Senioren in Wiesbaden wünschen sich eine Anlaufstelle, eine Sprechstunde beim Seniorenbeirat. Ist in Zukunft etwas geplant, wo ein Mensch hingehen kann, der ein Bedürfnis oder eine Anregung hat und sich melden kann? Ja, also es ist leider so, dass wir durch Corona wir 21 Mann noch nicht analog gesehen haben. Wir haben das versucht, alles digital zu machen. Deswegen sind wir noch nicht in Hochform, wie wir das eigentlich gerne wären. Aber wenn mal alles wieder normal ist, wenn man wieder zusammensitzen kann, dann wird es natürlich auch eine analoge Sprechstunde geben. Im Moment sind die Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle telefonisch zu erreichen und geben auch Tipps, Adressen und Verbindungen weiter, die wir haben. Wir verstehen uns auch so ein bisschen als Netzwerk für die Information des Senioren, sodass also mit Fragen man jederzeit schon telefonisch einen Ansprechpartner hat. Ist es dann auch geplant, dass, wenn ich als Bürger eine Anregung habe, direkt mit einem Vertreter des Seniorenparates rede oder läuft das nur über die Geschäftsstelle und wird dann weitergereicht? Das können Sie selbstverständlich, wenn Sie direkten Kontakt mit einem von uns haben möchten, rufen Sie am besten in der Geschäftsstelle an, geben Ihre Nummer weiter und das wird uns dann weitergegeben und wir nehmen, also ich spreche da, glaube ich, für alle Seniorenbeiratsmitglieder, wird weitergegeben und wir nehmen Kontakt mit Ihnen. Eine weitere Frage ist, wann werden kulturelle Angebote wieder aufgenommen und durch den Seniorenbeirat angeboten werden? Also wir scharren schon alle mit den Hufen. Wir bereiten jetzt was vor. Wir, wie gesagt, digital haben wir schon Zusammenkünfte. Und wenn alles wieder normal läuft, ich nehme mal an, so ab Sommer werden wir wieder auch etwas anbieten können. Aber vorher, wir wollen natürlich auch die Senioren nicht gefährden. Und deswegen müssen wir vorsichtig sein. Wir wissen nicht, was die Mutante noch alles auf Lager hat. Und deswegen muss man realistisch sein. Das wird nicht vor Juli sein, dass wir was anbieten. Eine weitere Frage der älteren Mitbürger ist unter anderem auch, die Internetseite des Seniorenbeirats bedarf wohl einer
Erneuerung, wann wird diese aktualisiert? Also da sind wir ständig dabei. Zum Beispiel dieses Video ist schon das dritte Video, was wir da reinsetzen. Und ansonsten sind wir da abhängig von Mitarbeitern, von städtischen Mitarbeitern. Wir haben die neuen Daten schon reingegeben. Das ist in progress, würde man sagen. Eine ganz allgemeine Frage wurde uns auch gestellt und die möchte ich auch an Sie jetzt weiterreichen. Es wird öfters mal gefragt, was kann denn der Seniorenberat für mich tun? Ja, der Seniorenbeirat sammelt alle Informationen, die für die Senioren relevant sind in Wiesbaden. Und wenn Sie uns fragen mit einem Problem, wenn Sie bei uns anrufen oder mit einem von uns Kontakt haben, hoffe ich, dass wir die richtige Adresse für Sie haben, um konkrete Hilfe Ihnen anbieten zu können. Dann kommen wir jetzt schon zur letzten Frage, wie ich finde, eine sehr vernünftige und auch wichtige Frage. Wird dieses Interview 10 Minuten, 10 Fragen, 10 Antworten weitergeführt? Und wenn ja, haben Sie schon eine Vorstellung, wie das Format sein wird? Nee, diese Vorstellung haben wir noch nicht. Wir wissen ja gar nicht, wie viele Leute uns überhaupt hören, sehen wollen. Das wird aber gezählt. Von daher freuen wir uns für jeden, der uns anklickt. Und wenn das so ist, dass die Menschen Interesse haben, werden wir uns das im Seniorenbeirat überlegen, was wir da noch alles auf die Beine bringen. Dann bleibt mir nur noch das Schlusswort übrig. Ich bedanke mich, dass Sie sich mit uns hier in die Kälte rausbewegt haben. Hat Spaß gemacht, Herr Reinhardt. Das freut mich. Und was auch noch ganz, ganz wichtig ist, ich möchte noch einen Appell an unsere Mitbürger machen. Bitte gehen Sie auf unsere Seite, klicken Sie das Video an. Nicht nur, dass die Zahlen des Klicks hochgehen, sondern ich glaube, hier ist auch die ein oder andere wichtige oder gute Information, die Sie benötigen und gebrauchen können. Auf Wiedersehen. Vielen Dank, Frau Dortmann. Ja, bitteschön. Tschüss. Tschüss.